Irgendeiner baut hier noch mal ordentlich auf. Oh, guck mal hier, diese Fendtballenpresse. Aha. Du Jonas? Achso, der ist nicht da. Warte mal, wo ist denn der Jonas? Herr Schmidt. Jonas! Ja? Wir hatten hier die Fendtballenpresse gekauft. Das Lohnunternehmen, die habe ich dem verkauft. Servus. Ja, wo bist du? Hier oben. Ich stehe hier gerade auf einer Person. Ja, aber Oh, ja. wieso hat No. denn die Ballenpresse die falschen Felgenfarbe? Die hat doch keine falschen Felgen. Ach so, Sie meinen nicht das Fendt, Ja die klar. Felgenfarbe. Ja, Eigentlich beim müsste das Lohnunternehmen rot wird sein. gespart. Beim Lohnunternehmen wird gespart. Ich habe es denen jetzt so mal angeboten. Die können es ja noch umlackieren kommen, weil wer achtet schon auf Felgenfarbe? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Außer Ja, klar. Das Auge ist mit. ja, aber nicht auf dem Feld. Okay. Auf dem Feld sitzen die und Aber, sind kacke. Herr Neumann? Der ist aber nicht da. Ich bin auch da, ich komme ja gut, ja. Sie sind nicht da. Sie stehen nicht vor mir. Herr Wer ist jetzt Schmidt? abgebüßt? Ja. Ja, ach so. Sie hatten doch gemeint, Also. vielleicht könnte ich ein bisschen Sachen von A nach B fahren. Ach ja, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich da noch einen Traktor kaufen und dann können Sie dann helfen. Ja, super. Das Also, wäre ich muss das, das sage ich dann noch meinem Chef und dann, ja. Optimal. Vielen Dank. Ich Das warte ist dann schon mal. bei uns oben im Ja, dann Elmtal. sage ich es Ihnen. So geht mal der Auftrag. So, ja, das wäre ja klasse, wenn das jetzt klappt, wenn ich da nochmal hier nochmal was durch die Gegend fahren könnte. Es ist alles ein bisschen, es dauert alles ein bisschen, ja, bis es hier bei unserem RP anläuft. So, es dauert alles ein bisschen. Ganz ehrlich, alle, die hier mitmachen, haben an alle Bürger und Bürgerinnen, wir Schling. treffen. Schling. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin Herr Schmidt hier. Und Ja, hallo. zwar wegen dem Hin und Ich also wegen stehe dem übrigens noch Fahrzeug. beim Händler. Hallo. Ach so, Ich hier. leg mal auf. So. Also, folgendes. Wie viel verlangen Sie dafür dann? Was zahlen Sie denn? Ja, machen Sie das Angebot. Also. Ich weiß ja nicht, wie weit das LU weg ist. Also, wenn Sie mal die Landkarte aufschlagen, auf Hof 5, da unten im Süden, dem Achtung, kommen Sie Hofladen. auf die Seite. Ui! Oh, das war knapp. Die Landkarte. Ja, bei. Also ich muss sagen, ich habe zwei Sachen zum Bauhof hochgefahren, da habe ich 2000 für gekriegt. Wo ist der Bauhof nochmal? Ganz im Norden. Jetzt müsste ich ja ganz in Süden. Also, Also. sagen wir mal so, wie viel verlangen Sie Ja. pro Fahrt, sag ich mal? Ja, ein Tausender wäre schön. Das LU hat mir sogar noch einen Kasten Bier gegeben. Ja, okay, das, also für zwei Maschinen, sag ich mal, also vor, ein, vorne eines, hinten eines, ein Tausender. Ja, das ist völlig in Ordnung. Okay, dann zeige ich das meinem Chef und dann komme ich dann wieder oder ich rufe Sie an und dann zeige ich Ihnen, wie es ist. Okay. Okay, so. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So. Warte mal, irgendjemand soll ich anrufen? Den Hofer soll ich anrufen? Klingeling, klingeling, klingeling. Grüß Gott. Wer ist der? Servus, ist da Servus. der Hofer Harry da? Ja, gehen wir mal kurz rauchen. Was für ein Ding? Gehen wir mal kurz hoch. Ah, ja, genau. Hallo. Hallo. So, was Ja. los? Du hast gesagt, ich soll dich Ich anrufen.
Ja, wie sieht's bei dir so aus? Ja, könnte besser sein. Ja, ich wollte dich fragen, ich werde heute Abend mal einen Hof anschauen gehen. Ein Hof? Ja, Hast du schon so weil viel ich. Geld? Oh, Nein, aber nur mal so anschauen, ich weißt muss du? mich mal gerade ein bisschen beeilen. Haben Sie auch die Nachricht gelesen? Hier. Ja, ich habe die in der WhatsApp-Gruppe die neue Nachricht gesehen, Oh ja. ja, ich bin schon, ich renn mal los, weil ich brauche Ja, da. ich darf hier vom Zepa einen Traktor leihen. Okay. Ja. Du willst dir einen Genau. Hof kaufen? Nee, ich möchte nur mal anschauen, weil ich gesehen habe, dass hier ein paar Höfe frei sind. Ach so. Ja, mal schauen. So, Okay. dann wollte nur Nö. mal fragen, ob du vielleicht auch möchtest, auch dich umschauen oder so. Weiß ja nicht, was Meinst du so du bist machst. heute Abend noch dazu in der Lage? Ja, wenn's gut läuft. Ja, vielleicht haben wir auch ein paar Bier zu viel. Ja. Schauen wir mal. Ja, Ja, ein Hof ist natürlich interessant. ja. Ja, ich werde mich jetzt auch mal auf den Weg machen müssen. Jo, tschüss. Tschüss. Ich Tschüss. bin schon am Rennen hier. Oh, halt, nee, hier geht's nicht rein. Hier geht's so. Ah, hier geht der Weg runter. Schon anstrengend. Ohne Auto. Anstrengend, Hallo? Hey, oh, da ist der wahnsinnig. Ha, der hat den Jonas abgeholt. Ich renne einfach. Ich habe keine Ahnung. Herr Varuna? Ja, hallo? Sie sind ja sehr sportlich heute unterwegs. Ja. Ich gebe mir Mühe, dass ich. Ich bin schon zu spät, ich weiß nicht. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Ja, ich fahre hier mit dem Bauunternehmer im Dings mit. Ja, habe schon Nach gesehen, der Hagger. transportiert sie. Ja. So. Haben Sie eine Ahnung, wo es genau lang geht? Ich weiß nur, dass ich hier oben Nordosten hin soll. Ja, also. Sie laufen genau richtig und dann an der Kreuzung geradeaus so ziemlich. Da, wo dieser Mähdrescher steht, ist das, glaube ich, auf dem Feld. Ah, okay. Also ein Parkplatz. Ja, genau. Okay. Oder gibt es so einen Trimm-dich-Pfad oder sowas? Okay, ja, dann sehen wir uns ja gleich. Bis gleich. Bis gleich. Neukirchen, 20 in Bergen. Wanderweg, okay. Naja. Der Drescher. Der ist doch. Läuft der noch? Nee, das Ding hat aber was drauf. Hier ist Herr eine lange Reinhard! Gerade, deswegen. Jonas! Ja. Komm mal kurz. Ja. Also ich bin mir nicht sicher. Ah doch, da oben. Der Drescher läuft noch. Ja. Wessen Aber Drescher ist hier denn ist keiner das? da. Das ist der vom Bauer Sepp, glaube ich. Der hat so eingekauft, meine ich. Okay. Ah, da ist er. Ah. Sepp! Sepp! Oh, gut. Okay, ja, der scheint heute viel beschäftigt. Ich glaube, der ist auch ein bisschen unter Zeitdruck. Okay. Ja, dann. Hier geht's lang, gell? Hast du gesagt. So kommst du? Er hat vergessen, seinen Drescher auszumachen. Ja. Also umwelttechnisch. Oh, jetzt fährt er mich gleich auf den Haufen. Rückfahrkamera hat das Teil ja keins. Jetzt gibt es noch Umfallen. Oh, schön. Das muss ich mir merken hier. So, gibt's hier was zu essen? Ich glaube, hat schon zu.
Warte, da steht ja was, hier ist ein Schild. Kann man nichts draus lesen. War wohl wieder Regen. Komm hier hoch. Jupp. Ist gerade. Servus. Moin. Hoi, hallo. Luke. Servus. Servus. Servus, Harry. It's all up to you. Ja, Poppy, wow. Er hat leider nicht gesagt, dass wir hierher kommen sollen. Gar ich nicht glaub, geschaut. Ich. Wer ist denn ich? Der Herr Jürgen. Aber wo ist denn der? Der ist noch gar nicht. Ach, da ist er. Ja, hallo, Jürgen. Hallo. Hallo, alle miteinander. Das LU fällt irgendwie noch. Zwei noch. Ich bin schon da. Wie kommt LU? So. Baka. So, da kommen die letzten zwei auch noch. Dann können wir endlich wählen. Herr Neumann? Grüß Gott. Hallo. Servus. Ich konnte es denn auch nochmal. Servus. 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 Wann ist Hallo. Da war ein Wald. Können Sie mal Ihren Traktor ausmachen vielleicht? Ja, das wäre mal. Das LU hat das Geld. Ja. Also, ich will ja jetzt. Setz mich mal zu Ihnen, wenn es genehm ist. Ja, klar. Also ich weiß ja nicht, was die hier alle machen. Ja, ich sitze wie bei Harry. Hey, so. Servus. Wir haben uns hier versammelt. Ich habe sie alle mal hergerufen, weil wir haben noch keinen wirklichen Bürgermeister der Stadt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, also wer stellt sich denn zur Wahl auf? Wer möchte denn Bürgermeister sein? Also werden. Was muss man da machen? Ich würde mal sagen, nach hier vorne gehen, oder? Was ein Bürgermeister halt so macht. Also alle, die Bürgermeister wollen, bitte einmal hier an die Tür stellen. Ich lass mich aufstellen, komm. Selbst stellen wir uns auf. Und wann dürfen wir unser Programm jetzt vorstellen, sagen? Ne, jetzt, oder? Ja, wer macht zuerst? Machen Sie zuerst, Herr Varuna? Ja, okay, ich mach zuerst. Also, sind denn alle da? Ach, ja. Ich stelle mich mal hier auf Seite. Also, meine sehr verehrten Bauern und Landwirte der Stadt Schwatzing, ich würde gerne Bürgermeister werden, damit ich reich werde und viel Geld verdiene. Natürlich sollen auch Sie von dem Geld was dafür bekommen oder haben. Ich würde sagen, Sie bekommen jeder 1% von meinen Einnahmen kriegen Sie. Also natürlich alle zusammen. Also Sie müssen sich dann 1% teilen. Natürlich steht auch im Vordergrund, dass ich möglichst schnell einen großen Hof mit Maschinen habe. Wenn Sie das auch wollen, dann wählen Sie mich einfach. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, der Nächste bitte. Willst du zuerst? Einer von euch beiden? Von mir aus können Sie. Ja, Sie können auch. Herr Reinhardt. Ja, okay, dann mache ich. Bitte. Oh, Ludwig. Also, Ruhe bitte. Also, sehr verehrte Bürger der Stadt Schwatzingen, also ich will Bürgermeister werden, um die Lebensqualität in Schwatzingen zu sichern, auch für ältere Menschen, den Internetausbau fördern und Ausbau von Kindergärten. Und höhere Subventionierungen für Landwirte, was für Sie alle, meine verehrten Damen und Herren, sehr wichtig ist. Damit Sie alle erreichbar bleiben, will ich den Ausbau von Mobilfunknetz unterstützen. Das war mein Wahlprogramm. Sorry? Ja, Wella, du. Also, schönen guten Tag. Ich bin der Herr Ludwig Schmidt und ich würde gerne Bürgermeister werden, weil mir einfach der Job gefällt und ich schon immer mal Bürgermeister bin. Hilfe, der Knoll, der kommt mit der Kettensäge, passen Sie auf.
Entschuldigung, könnten Sie mich bitte ausreden lassen? Ja, aber der Knoll wollte mich schon mit der Kettensäge attackieren. So, nein, wenn ich hier ein Holz schnüffel, dann kommt die Kettensäge raus. Aber okay. Mein Ziel ist zu erreichen, dass die Landwirte einfach mehr angesehen werden und sie nicht mehr so einen schlechten Ruf haben. Natürlich möchte ich auch die Landwirte auch belohnen, also mit einem höheren Lohn und würde mich allgemein für die Stadt Schwarzing und für den Naturschutz einsetzen. Und das war jetzt meine Rede. Herr, klatschen wir so lange? Das Bulldog-Treffen, das ist am 15.05. Ja. So, Herr Hofer. Ja, ich bin da. Jetzt müssen wir aufpassen, weil der schwätzt ein bisschen komisch. Ja, ich bin der Hofer Harry. Hat irgendwas so ein Gerät, wo man so dieses Übersetzen-Teil? Nee, leider nicht. So bayerisch Übersetzer? Ich kann es euch übersetzen. Da willst du mich aber heute. Schauen wir mal zu mir hin. Eine Runde Bier! Sie sollten sich untersuchen lassen. Oh. Reinhard, pack die Kettensäge weg. Leute, bitte alle an die Seite. Jetzt lasst ihr bitte Harry Hofer ausreden. Ja, ich möchte gerne Bürgermeister werden, weil ich möchte schauen, dass es allen gut geht. Und ich würde auch schauen, dass alle Landwirte einen besseren Lohn bekommen. Nachmach. Und ja, ich würde auch schauen, dass die Förster besseren Lohn bekommen. Und ja. Wo ist der Förster überhaupt? Der Förster musste wieder in Urlaub. Na, der spielt wahrscheinlich die ganze Zeit War Thunder zu Hause. Gut. Ich würde gerne, Bürgermeister werden, weil ich erst neu hier bin und weil ich noch nicht so viel Geld habe. Und ja, ich würde dann auch gerne selber einen Hof aufbauen. Und ja, das war meine Rede. So. Muss man sich zu dem Mittelalterfest begleiten? Das ja, waren natürlich. Doch alle, oder? Lackett soll's nicht kommen. Ach so. Okay. Ja, dann. Waren das alle? Kann ich da wohl nicht hingehen. Okay, alle, die. Alle mal zusammenkommen. Ja, mei, das ist schwere Wahl. Ich hab Angst. Ich möchte eine Anzeige stellen. Weg, mein Herr. Ja, wie geht's jetzt weiter? So. Wer ist für den Volker Varuna? Der stellt sich einmal bitte hier auf die Platte. Auf welche Platte? Stimmt jetzt direkt ab. Ich dachte, auf die. Herr Racex, ich dachte, wir können noch zwei Tage uns ein bisschen Gedanken machen bis morgen. Also können ich wir möchte, auch machen, möchte wenn jetzt nicht sofort abstimmen. Aber die Fugenverdichtung, die ist jetzt nicht wirklich so toll. Also da müssen sie nochmal einen Bauhof organisieren. Also wem gehört die Bude hier? Ich würde schon sagen, dass wir hier nochmal ein bisschen uns Zeit lassen. Ja, okay. Dann, ich würde sagen, morgen treffen wir uns einfach um... Morgen früh nach dem Aufstehen? Ah, noch nicht so früh. Nee. 1 Uhr? Ja, 1 Uhr ist, denke ich, eine gute Zeit. Ja, dann treffen wir uns um 1 Uhr wieder hier. Wollen wir alle schlafen gehen jetzt kurz? Nee, noch zu früh. Nee, noch nicht. Ja, dann arbeite ich halt weiter. Die Tiroler, die gehen immer gern früh schlafen. Ja, sehe ich ja. Tschüss. So, tschüss. Bis dann, Mann. So, tschüss. Jo. So, okay. Ich bin mal gespannt, vielleicht wählt mich ja einer. Ich wollte mich eigentlich gar nicht aufstellen lassen, aber ich dachte, so kannst du ja mal machen. So. Geh jetzt mal schnell wieder. Der Racex, der hat mir ja gesagt, ich kann bei ihm pennen in seinem Häuschen oben. Oben links das Zimmer, da steht ja auch noch ein bisschen Bier rum. Vielleicht kommt da gleich noch einer und dann kippe ich mit dem noch. 1, 2. So. Ja, warte mal, hatte nicht jemand. Das LU hatte doch eigentlich einen Auftrag für mich. Vielleicht haben die ja einen Job für mich.
Also, der Beste, der mir eigentlich gefallen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der Jonas, glaube ich. Nee, der Ludwig Schmidt. Ich glaube, der war der Beste. Also, ich weiß noch nicht, wen ich wählen wird.